Hey Leute, was gibt's schon? Und herzlich willkommen zu unserem ersten Freistoß-Tutorial zu FIFA 15. In diesem Video stellen wir euch den Dipping Free Kick vor, bei dem ihr den Ball über die gegnerische Mauer schlänzt. Beim Zielen solltet ihr darauf achten, dass der äußerste Spieler in der Mauer sich neben dem Pfosten befindet. Habt ihr einen Freistoß von der rechten Seite, muss das der Spieler ganz rechts in der Mauer sein. Habt ihr einen Freistoß von der linken Seite, der Spieler ganz links in der Mauer. Wie viel Kraft ihr benutzt, hängt von eurer Distanz zum gegnerischen Tor ab. Seid ihr 16 bis 19 Meter vom Tor entfernt, dann benutzt ihr eine Kraft von 1,5 bis 2 Balken. Seid ihr 20 bis 25 Meter entfernt, dann muss die Kraft 2 bis 2,5 Balken betragen. Und bei 26 bis 30 Metern muss die Kraft 2,5 bis 3 Balken betragen. Und aus einer größeren Distanz werden wir den Freistoß nicht empfehlen. Beim Schießen müsst ihr darauf achten, dass ihr den linken Stick zusätzlich die ganze Zeit nach oben haltet. Das war's noch schon. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch einige Beispiele. Hat euch das Tutorial gefallen? Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin raus, Leute. Und ciao.